Ja, hallo, Michael hier, der Rucksackunternehmer. Und dieses Interview mit Wolfgang wurde im Rahmen vom Freiheitskongress 2020 aufgenommen. Der Freiheitskongress findet jedes Jahr statt, freiheitskongress.com. Es gibt Gratis-Tickets jedes Jahr und es sind tolle Gäste da. Und das Interview war so spannend, dass ich gedacht habe, hey komm, das veröffentliche ich auf YouTube und in meinem Podcast Für mich zum Schotter. Der Podcast ist auf iTunes, Spotify und Co. Verfügbar. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Ciao. Ja, hallo, Michael hier. Willkommen zum Freiheitskongress. Der Wolfgang ist da, der Wolf.cc. Anderthalb Stunden haben wir jetzt über die ganzen Online-Marketer gelästert und über tolle Produkte, über welche Leute hier toll sind und so. Aber darum geht's nicht. Wir wollen heute die fette Kuh vom Eis holen. Dazu gleich mehr. Ganz geilen Gutschein, 30% und so. Aber lieber Wolfgang, vielleicht noch eins ganz. Den Wolfgang habe ich kennengelernt bei den Affiliate Days, den letzten Affiliate Days in Köln. Wir haben uns sofort verstanden, war echt toll. Leider haben wir beide nie so viel Zeit, dass eigentlich können wir jede Woche lästern, anderthalb Stunden über andere Leute oder auch uns im Austausch mit Tipps und Tricks. Deshalb freue ich mich sehr, dass er heute hier ist und hat Zeit gefunden. Erstmal danke dafür, Wolfgang. Und vielleicht stellst du dich nochmal kurz selbst vor. Ja, gerne, Michael. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir es endlich mal geschafft haben. Jetzt kennen wir uns, glaube ich, 2 Jahre schon. Und ja, bei den Affiliate Days haben wir uns kennengelernt und ich glaube, da haben wir schon eine rechte Hetz gehabt damals und heute wieder. Ja, also ich bin der Wolfgang Mayer. Man nennt mich auch der Wolf. Ich habe einen YouTube-Channel, der Wolf Digital Economy. Und ja, das ist kein reiner Marketer-Kanal in dem Sinn, sondern ich betrachte die Dinge auch so ein bisschen aus Konsumentensicht immer. Und ich bin seit jetzt mittlerweile knapp 11 Jahren im Affiliate-Marketing unterwegs, habe seit circa 5 Jahren in etwa auch eigene digitale Produkte. Seit circa einem Dreivierteljahr gibt es auch einen eigenen Kurs von mir. Ich nehme an, da werden wir dann nachher noch darauf zu sprechen kommen. Und ja, ich bin Affiliate-Marketer mit Leib und Seele und so wie der Michael. Ja, und das ist das, was meine Person ausmacht. Okay, und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, Affiliate-Marketer, wenn wir diskutieren, er weiß auf jeden Fall, was er sagt. Und auch wenn wir nicht immer eine Meinung sind, aber daraus daran erkennt man auch, dass der Gegenüber auch Erfahrung hat und selbst Erfahrung gemacht hat mit Affiliate-Marketing und nicht nur bla 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 aus der Theorie. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, das ist ja das Interessante eben, dass die Leute unterschiedliche Meinungen oft haben, ne? Was Strategien angeht, ne? Also der eine macht so, der andere so, ne? Und Michael ist eigentlich ganz anders unterwegs als ich, ne? Also du machst eigentlich ganz andere Art von Strategien. Du machst ja zum Beispiel Amazon auch, eBay. Das sind zum Beispiel Sachen, mit denen habe ich gar nichts zu tun. Ja, das ist also nicht der Bereich, aus dem ich komme. Da kann ich gar nicht viel dazu sagen, aber ich kann natürlich wieder zu anderen Themen viel sagen. Ja, aber so hat halt jeder so seinen Zugang zu dem Thema. Und das ist aber eben auch das Tolle, dass man sich auch eben austauschen kann und dann eben auch voneinander lernen kann. Wobei eBay und Amazon mache ich jetzt auch nicht mehr so viel. Das sind immer so Tests, die ich dann mache. Okay. Punkt 1, damit ich meine Kundschaft sagen kann, wie es funktioniert, ob es funktioniert immer noch. Weil du musst es ja auch testen, damit du auch wirklich Zahlen mal vorlegen kannst, wie viel Prozent will ich kaufen und, und. Und gleichzeitig gucke ich natürlich auch immer mal wieder, ob ich nicht doch mal durch irgendeinen Zufall wieder eine richtig geile Nische finde. Auch bei Amazon und eBay gibt es immer mal wieder alle, ja, vielleicht 1-2 Mal im Jahr so Nischen, da kannst du mal ruckzuck mal 50.000 Euro machen, wenn so ein Trendthema aufkommt. Zum Beispiel gab es mal diese Fingerkreisel. Ja. Wenn du dieses Thema ja als erstes aufgreifst und hast dann die erste Domain, die ersten Content-YouTube-Videos und die gibt es noch gar nicht zu kaufen, aber das Thema geht durch die Decke. Und du hast dich da mit deinem Wissen, mit deinem SEO-Wissen und so weiter alles schon überall platziert und weißt dann auch sofort, hey, du hast sowieso dein fertiges eBay-Konto, dein fertiges Amazon-Konto, du brauchst nur die Links darunter packen. Dann kann das ja auch mal ein richtig geiles Thema werden. Natürlich, wenn das so diese großen Nischen,
ist wie halt Fitness, Dating und so. Da kurz reinzukommen, ist natürlich total schwierig. Aber diese Trendthemen, die auf einmal so 2-3 Monate abgehen wie sonst was, da auf Platz 1, du kommst ja sofort auf Platz 1 oder auf den Top 10 Suchergebnissen, wenn es keine Konkurrenz gibt. Und deshalb gucke ich auch immer mal wieder, funktioniert Amazon noch, was läuft da gut? Und ich mache auch immer mal wieder ein bisschen Umsatz, damit ich auch nicht rausgeschmissen werde aus die Partnerprogramme. Aber eigentlich lauere ich auch immer auf diese Chancen, damit ich sofort mein Wissen umsetzen kann. Und kann dann einfach mal dick abkassieren mit so kleinen Pfennigbeträgen. Weil das ist ja pro Kauf sind das ja immer nur ein paar Cent. Oder du hast halt Querverkäufe oder so. Aber das teste ich halt auch immer. Und das macht mir auch Spaß. Mhm. Auch wenn dann natürlich ein bisschen mehr Spaß macht, so Digistore. Ja, und du hast dann halt 50 Euro, 100 Euro, manchmal auch 800 Euro Provision vielleicht für irgendwelche Masterclasses oder sonst was. Macht natürlich auch Spaß. Aber generell, das ist halt so bei mir, es ist so, ich liebe halt dieses Marketing-Dings, dieses Testen auch. Deshalb bin ich auch manchmal so ein bisschen, ja, so emotionsgesteuert und so, wenn das nicht funktioniert, wenn jemand anderen Kacke erzählt und, weil ich mache das nicht nur, um Kohle zu machen, sondern das macht mir einfach Spaß. Und ich weiß, dass dir das auch Spaß macht, das zu testen und dass dir das auch gegen Strich geht, wenn dann jemand Scheiße erzählt. Deshalb sieht man das auf deinem YouTube-Kanal so toll, dass du auch alle Sachen so ein bisschen beleuchtet, auch wenn da mal so ein Schneeballsystem kommt oder so, machst du darüber Berichte und so weiter. Ja, also ja, das sind ja so die selteneren Videos in dem Sinn, wo wenn halt da wirklich der brutale Scheiß dann mal wieder rauskommt, dass ich dann schon meinen Senf dazugebe. Ne? Aber ansonsten bin ich natürlich explizit jetzt kein klassischer Scam-Aufklärer-Kanal, sondern das ist halt, wenn halt bestimmte Sachen dann kommen, wo ich mir denke, ach Gott, das ist jetzt wirklich echt absolute Volksverblödung, da muss man die Leute mal aufklären, dann mache ich dann schon auch mal ein Video dazu. Ne? Aber ansonsten ist es halt natürlich so generell im Online-Marketing-Bereich gibt es ja schon sehr, sehr viele Facetten, ne? Und unglaublich viele Dinge, die man machen kann, könnte. Also ich habe mich halt auf Affiliate-Marketing festgelegt, aber auch das ist natürlich ein sehr breiter Bereich. Wir haben ja zuerst schon ein bisschen über Instagram gesprochen vorher und ich würde zum Beispiel sagen, dass ich kein Instagram-Experte bin. Ja, also Instagram ist nicht wirklich meine Welt. Jetzt vielleicht die letzten Wochen betrachtet schon, weil jetzt die letzten Wochen habe ich mir da auch so ein paar nette Hacks gebaut sozusagen, ne? Und bin drauf gekommen, dass Instagram eigentlich eine perfekte Kommunikationsplattform war, ist, besser gesagt, was es für mich nicht immer war, nämlich, ja, weil für mich war irgendwie Instagram irgendwie im Vergleich zu YouTube immer, und ich bin ja YouTuber, immer so ein bisschen, das ist halt immer so hinten angereiht gewesen, ne? Weil für mich YouTube eigentlich so ein total ehrliches Medium war und ist, nämlich deshalb, weil es auf YouTube nicht dieses klassische Sub-for-Sub-Prinzip gibt. Also ich meine, klar, es gibt schon so Facebook-Gruppen, ne, wo es heißt, ja, pass auf, du abonnier meinen Kanal und ich abonniere dich zurück und so. Aber ich meine, das ist ja alles Blödsinn in Wirklichkeit. Aber das Tolle ist ja bei YouTube, wenn du Abonnenten hast, ne, dann hast du in den meisten Fällen dann wirklich Leute, die deine Videos auch sehen wollen. Und das ist ein bisschen so der Unterschied zu Instagram. Bei Instagram hast du schnell mal einen Abonnenten, ne, und da sind es die Leute auch gewohnt, dass du zurück abonnierst. Also dieses Sub-for-Sub-Prinzip ist bei Instagram halt viel stärker gegeben, klarerweise. Aber was man halt schon bedenken muss, und das ist eben etwas, was mir, wie gesagt, seit wenigen Wochen erst bewusst ist, dass halt Instagram eine ganz tolle Kommunikationsplattform ist, und zwar insbesondere dann, wenn du persönliches, personenbezogenes Marketing machen willst, in der direkten Kommunikation mit dem User. Und da möchte ich vielleicht ein nettes Beispiel bringen. Also du kennst es vielleicht von Facebook, ne? Da ist man früher von Network Marketing immer angeschrieben worden. Ich habe gesehen, dass du auch im Network Marketing bist oder dass du dich auch für Geld verdienen im Affiliate Marketing interessierst. Wenn du willst, lass uns doch mal austauschen und so weiter. Ne? Und dann haben sie vielleicht noch eine Sprachnachricht nachgesendet. Und letztendlich ging es darum, dass man dann eben auf eine Seite geht. Ja. Gut, das kann man auch so machen natürlich, ja, ist eine gute Möglichkeit im Prinzip, aber das Problem bei Facebook ist, das kennst du vielleicht, dieses Prinzip, wenn du ständig Freundschaftsanfragen kriegst oder Nachrichten von Leuten, die du nicht kennst, dann fragst du dich immer so instinktiv von dir aus immer, kenne ich den überhaupt? Was will der von mir? Welche gemeinsamen Freunde habe ich mit dem? Also du bist von Haus aus eigentlich auf Facebook, oder viele sind das, ja, eher so misstrauisch eingestellt. Ne? Also das ist irgendwie so normal. Ich weiß es von mir selber auch. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich nehme auch nicht jede Freundschaftsanfrage an, und wenn ich jetzt irgendwie so Nachrichtenanfragen
kriege, also wenn sie Werbung sind, kriege ich sie sogar meistens weg. Also ich lese mir das Angebot nicht mal durch. Das ist so dieses Prinzip, was bei den meisten Leuten so gegeben ist bei Facebook. So, und bei Instagram ist es aber ein bisschen anders, von der Psychologie her. Weil da ist es schneller mal so, dass dir irgendjemand folgt. Und wenn dir jemand folgt, dann kannst du dem natürlich, und das ist das Normalste der Welt, auch eine Nachricht hinterlassen und dich fürs Folgen bedanken. Das kannst du natürlich schriftlich machen, du kannst es aber auch mit Sprachnachricht machen. Das mag ich. Ja, und in dieser Sprachnachricht oder in dieser schriftlichen Nachricht kannst du ihn auf dein Profil verweisen. Und in diesem Profil hast du dann einen Link quasi zu deiner Bio, aber keinen Affiliate-Link oder so, sondern entweder einen Link zum Beispiel zu Linktree oder zu ConvertApp, wo du dann wiederum auf deine Seiten weiterlinkst. Ja, da könntest du dann auch theoretisch Affiliate-Links reinbauen. Ja. Aber das ist das Prinzip. Und was ich jetzt damit sagen will, ist, also ich komme jetzt nicht mit einem, doch, ich hätte sogar einen Hack da noch anzubieten, ja, aber das ist eigentlich kein Hack, sondern es ist eigentlich eine ganz normale Form der Kommunikation. Und mit dieser ganz normalen Form der Kommunikation einfach den Leuten zu sagen, okay, pass auf, danke, dass du mir folgst, ich bin der Wolfgang. Wenn du mehr zu mir und meinem Projekt, die Cash Cow, wissen willst, dann schau einfach auf den Link in meiner Bio. Dort haben sie dann alle Links zu meinem YouTube-Kanal, zu meiner Facebook-Seite. Und da können sie dann schauen, okay, der Wolfgang macht eigentlich ganz ordentliche Sachen. Und dann kommen eigentlich Verkäufe zustande. Und die kommen aber eben nicht deswegen zustande, weil ich gesagt habe, du musst jetzt den Kurs kaufen von mir, weil der ist so und so. Nö, ich sage ihnen nur, was ich mache. Und schicke ihnen nur quasi den, also zeige ihnen nur, da ist meine Bio, da sind meine Links. Und dann können sie sich zu meiner Person informieren. Und wenn sie das gemacht haben, dann können sie selber entscheiden, ob sie den Kurs kaufen wollen oder nicht. Ja? Das heißt, der Kurs selber, der wird nur nebenbei erwähnt. Ja? Aber damit will ich einfach sagen, dass Kommunikation echt alles ist. Und dass die Kommunikation aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, auf Instagram viel leichter vonstatten geht als auf Facebook. Ist das auch dein Eindruck? Ja, das sind zwei Welten. Also das sind drei Welten eigentlich. Du hast YouTube gesagt, Instagram und Facebook. Mhm. Facebook ist wirklich eher für die meisten Family. Mhm. YouTube hast du den Nachteil, du kannst keine Sprachnachrichten senden, kannst nicht direkt interaktiv mit den Leuten werden, ja, außer unter den Kommentaren, was ja aber auch wieder jeder lesen kann. Aber Instagram, ich habe alleine über Instagram die letzten Monate wie viel Geschäftsanfragen bekommen von seriösen Firmen, die einfach gesagt haben, hey, kannst du eine Story machen über mein Produkt oder sonstiges bewerben und so. Das bekomme ich zum Beispiel auch über YouTube oder über Facebook wenig. Da sind diese Network-Marketer über Facebook oder die einen schreiben oder so. Aber über Instagram bekomme ich ganz klar von Firmen hier, das ist mein Dings, lass uns zusammenarbeiten, wir zahlen dir so und so viel Euro, wenn du halt das in der Story erwähnst oder sowas. So welche Anfragen habe ich noch nie vorher bekommen. Ja. Über eine andere Plattform. Das ist aber über Instagram wieder so. Wobei man aber sagen muss, dass du bist ja jetzt auch keine kleine Nummer auf Instagram. Ich glaube, du bist jetzt über 10.000 oder so, oder? Ja, ich glaube 20. 20? 22. Oder Mann, bist du 10-mal so groß wie ich, ja? Aber sehr junges Publikum. Aber trotzdem, das ist aber trotzdem nochmal, das hat auch schon früh angefangen, diese Zusammenarbeit. Zum Beispiel YouTube ist ja für mich auch eigentlich so, dieses Thema für mich auch privat. Wenn ich ein Problem habe, google ich dann halt bei YouTube oder beziehungsweise gehe ich bei YouTube rein und denke, hey, wie finde ich die Einstellung bei MacBook? Oder diese Sachen. Oder hier, wie mache ich den Klingelton anders beim iPhone oder so. Das sind ja diese Problemlöser bei YouTube. Dafür wird es auch genutzt. Oder Erfahrungsberichte oder hey, oder ich mache hier Sehenswürdigkeiten New York oder so, wenn Reisenvorbereitungen und so. Bei Instagram nutze ich das wieder ganz anders. Einmal so zum Spaß die Storys durchstalken aus Langeweile in der Bahn oder so. Und dann gebe ich ein Like oder kommentiere mal ganz kurz. Und so bekomme ich auch viele Anfragen halt über die Storys, dass ich dann halt was frage. Hey, ich bin gerade in New York oder so. Hey, ich verdiene mein Geld im Internet. Willst du das auch machen? Schreibt mir einfach ein Ja. Und so habe ich natürlich Interessenten, die mir ein Ja schreiben. Und so kann ich dann ganz einfach auch, irgendwo bin ich auch wieder in einer Bahn und habe durch diese App, schreibe ich den einfach dann halt über Instagram was oder schicke ihm eine Sprachnachricht oder mache sogar ein Video am tollen Ort und sage, hey, bin gerade hier vor der Cable Car in San Francisco, wie geht's dir? Und baue dann einfach nochmal einen ganz anderen Twist auf. Ja.
Es geht über Facebook auch mit den Sprachnachrichten und so, aber es ist, mir folgen ja keine Fremden. Also über Facebook bekomme ich ja keine Abo-Anfragen in großen Mengen oder so. Also 20.000 Leute über Facebook zu erreichen, ist völlig anderes nochmal. Weil Facebook da auch ganz anders agiert und die möchten das ja auch mit den 5.000 Euro Freundesbegrenzung ja auch ganz anders haben. Also du kannst zwar schon auch Fans aufbauen für die Seite, also da kommen ziemlich viele, also immer wieder auch von außerhalb, ne? Das schon auch, ne? Aber trotzdem, es ist natürlich kein Vergleich, ja. Das aber schon, selbst ne? Da ist es so, wenn man Urlaubsfoto oder sowas oder Werbefotos für eine Firma auf einer Fanpage postet, ist das aber trotzdem nochmal was anderes auf Instagram oder so, weil auf Instagram wollen die Leute ja diese Fotos sehen und liken und kommentieren teilweise. Mhm. Und Facebook, also ich finde, ein Business-Kanal kann man besser auf Instagram machen. Und ein Fun-Fanpage kann man immer noch gut auf Facebook machen. So wie wir uns gerade unterhalten haben über eine Seite, die ich habe, wo man immer noch 20.000 Interaktionen bekommt oder so pro Beitrag oder so. Aber sobald man in Facebook eine Business-Seite macht, um jetzt Affiliate-Marketing zu bewerben oder mein Produkt oder so, dann hapert es schon wieder. Aber solange das halt irgendwie meine Kindheit ist und oder meine Jugend und irgendwelche Fun-Bilder, Katzendinger und so, Facebook richtig geil. Was natürlich, damit kann man auch Geld verdienen oder so. Genau, also Themen, die emotionalisieren, die einen vielleicht in Erinnerungen schwelgen lassen. Ich bilde mir ein, du hast mir mal erzählt, du hast mal so eine Seite gehabt, so mit DDR. Ja, das hatte ich ja gerade gezeigt, das war ja die Stadt. Ah ja, das war genau, diese Geschichte, ja. Also ich glaube schon, dass die Sachen wahrscheinlich ganz gut funktionieren und dann aber eben nicht in jeden Post einen Affiliate-Link rein, ne, sondern einmal schauen, dass man die Interaktion auf organischen Art und Weise zu rennen bringt, ne, das Ganze. Ne, und dann kann man immer wieder auch gelegentlich mal seine Affiliate-Links reinstellen. Aber wenn du dann halt innerhalb den ersten 20 Minuten bei Facebook keine Interaktion hast, ist der Beitrag tot. Ja. Das ist einfach tot. Und bei YouTube ist es eigentlich egal. Klar geht das halt bei den großen YouTubern auch nach den ersten paar Minuten. Aber du kannst einen Erfahrungsbericht haben und trotzdem nach 3-4 Monaten immer noch gut Traffic drauf bekommen. Und der kann halt die Reichweite ändern. Je nachdem, wie viel Konkurrenz natürlich ist. Ja. Aber der Facebook-Beitrag ist nach einem Tag, 2 Tage tot und der wird niemals mehr viral gehen oder der wird irgendwann gefunden. Also diese ganze Taktik ist halt dort anders. Ja, das stimmt. Wobei es bei YouTube halt aber schon auch sehr darauf ankommt, wie viel Interaktion du in den ersten 2 Tagen kriegst. Also wenn du da zum Beispiel bei einem Beitrag relativ wenig Interaktion hast, dann bleibt das meistens, also dann wird das kein Hit mehr im Nachhinein. Dann wird es vielleicht kein Hit mehr. Es kommt ja darauf an, ob wir was verkaufen wollen als Affiliate. Jetzt machen wir hier eine Diskussionsrunde hier. Mann, eigentlich solltest du ja hier deine Tipps raushauen. Und es kommt ja auch, ich mache das ja zum Beispiel so, ich mache das ja auch wieder ein bisschen intelligenter, ich bin ja ein fauler Mensch. Das heißt ja, wenn ich dann halt Sachen sehe, was auf YouTube schon 1000-mal beworben wurde, mache ich nicht das 1001. Video. Wenn ich aber sehe, hey, da sind erst 3 Videos zu diesem Thema, dann mache ich das 4. Video dazu. Also selbst wenn mein Video nicht viral geht und in den Suchergebnissen, bin ich immer noch auf Platz 4 eigentlich in der Suche, wenn das ein Begriff ist oder Produktname, Erfahrung oder sonstiges dazu. Das sind ja so meine Tricks oder so. Natürlich wirst du dann halt, wenn du keine Interaktion unter Ferner liefen und trotzdem nur 2 Klicks haben nach 3 Monaten oder so. Aber wenn dann trotzdem die Konkurrenz ja wenig ist, kriegst du da trotzdem immer noch Traffic drauf, auch mit alten Erfahrungsberichten, die 1-2 Jahre alt ist, verdiene ich immer noch Geld. Genau, ja, natürlich. Ja, das ist bei mir auch so, dass ich mit einzelnen Videos, die 2-3 Jahre, eben weil wir zuerst über Bounce Jammer auch gesprochen haben, über Bounce Jammer, das war mein erstes Video überhaupt vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren und da gab es irgendwann mal vor einem halben Jahr, war das, gab es plötzlich völlig überraschenden Sale. Ich habe auch gedacht, hä? Also, schon längst abgeschrieben gehabt, aber das kommt schon hier und da vor, ja, ist klar. Ja, Erzähl weiter über Instagram, was hast du da noch für einen Hack? Also wir waren jetzt bei der Kommunikation. Die Kommunikation ist was völlig anderes, diese ganzen Plattformen und so. Und bei Instagram ist es halt auch noch so, du kannst die Leute so verduzen. Und das Publikum ist jünger oder so. Bei Facebook, dann sind die auch schon wieder so ein bisschen... Ich glaube auch, also meinen Erfahrungen her, die Möglichkeit, dass du eine Antwort bei Instagram bekommst, ist auch noch mal höher wie bei Facebook, wenn du die Leute nicht kennst oder so gerade eben kennengelernt hast oder so.
Ja, das würde ich auch sagen, dass es ein bisschen höher ist, ja. Aber ich habe das, wie gesagt, jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal so, aber völlig zwanglos gemacht einfach. Also jetzt nicht, weil es mir jetzt darum ging, jetzt unbedingt irgendwas verkaufen, sondern einfach ganz zwanglos auf meine sonstigen Kanäle zu verweisen. Und ja, ich glaube, für manche Leute ergibt dann, also die sehen, okay, da macht er Instagram, da macht er YouTube. Und wenn du so mehrere Kanäle bedienst, wo du halt also in jedem Kanal versuchst, einen Mehrwert zu liefern, dann hast du natürlich schon ganz gute Karten, dass du einen Verkauf machst. Ist mir jetzt ein paar Mal passiert, eben auch bei der Cash Cow, eben auch bei meinem eigenen Kurs, aber auch bei anderen, bei Drittpartnerbewerbungen. Ja, zuerst sind wir stehen geblieben, warte mal, vor Instagram, da sind wir irgendwo anders stehen geblieben. Wir haben jetzt schon so viel angegriffen an Themen, Weil aber dann gehen wir wir einfach völlig mal vom Depp weiter. hier Interview gegangen sind. Dann gehen wir einfach mal weiter. Instagram, geiles Thema, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, aber man sollte es auch nicht unterschätzen. Du musst trotzdem was posten, Interaktion machen und so. Ein Instagram-Account mit einem Foto bringt dir auch nichts. Was denkst du so 2020? Jemand fängt an mit Affiliate-Marketing. Was soll der machen? Was für eine Blog, YouTube-Kanal, Instagram und was für eine Nische vielleicht oder auch mehrere Also Nischen? von Anfang an Trust aufbauen und weg von Guerilla-Marketing-Methoden, die es früher gab, mit denen man früher vielleicht gut gefahren ist. Und von Anfang an versuchen, sich als Experte zu positionieren, was das auch immer für ein Gebiet dann sein mag. Ich habe jetzt vor kurzem einen Kunden gehabt, der Kampfsportexperte ist. Und da ist, steht natürlich die Idee an und die Überlegung zu sagen, naja, okay, wie viele Kampfsportkurse gibt es eigentlich auf digitalem Level. Also, ich meine, es gibt so Masterclasses von allen möglichen Leuten, von Werner Herzog, der Regie lehrt, von Sängern, die Celine Dion, glaube ich, war das sogar, wenn mich nicht alles täuscht, die singen lehrt in einem digitalen Kurs. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Ja. Aber da gibt es alles Mögliche. Gibt es vielleicht Selbstverteidigungskurse, digitale, ja, die man verkaufen könnte. Also jeder hat ja irgendwie so Wobei sein jetzt Gebiet. da bin ich jetzt wieder, wenn du deinen Kunden triffst, Selbstverteidigung, richtig genial, du kannst eine ganze Produktfamilie aufbauen. Ernährung für Kampfsportler kannst du einen eigenen Kurs machen oder auch ein E-Book. Du kannst halt aufwärmen für Kampfsportler verletzungsfrei oder so. Und du kannst einen Blog machen mit Zubehör verkaufen. Du kannst Zubehör Genau. testen, welche Matten es gibt oder welche Stöcke es gibt. Genau. Es ist so eine geile Nische, dass du da einfach nur Kohle machen kannst. Du könntest sogar einen Kampfsport-Podcast machen und würdest da Leute einladen. Und wann, es sind ja tausend Fragen. Wann esse ich das letzte Mal vor dem Training? Was esse ich nach dem Training? Vielleicht ein Eiweißshake aus dem Fitness oder eher Kohlenhydrate Aber oder. das ist eine Sache, das weiß nicht jeder. Ne? Das wissen Experten, ja, Klar. die sich mit dem Thema regelmäßig auseinandersetzen. Und die sind natürlich dann in der Lage auch, dass sie darüber was machen können. Ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich sowas verkaufen lässt. Ja? Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, es wird in Zukunft noch wichtiger werden, sich als Experte in seinem Bereich zu positionieren. Und früher habe ich immer gesagt, dass Affiliate Marketing nicht zwangsläufig etwas jetzt mit klassischem Verkauf zu tun hat. Also ich meine, es hat natürlich schon Vorteile, wenn du verkaufen kannst, das ist klar. Ne? Also wenn du weißt, wie Verkaufsmechanismen funktionieren, das ist natürlich immer gut, ja, wenn du das auch als Affiliate weißt, weil wir sind ja als Affiliate, ist ja nichts, also Affiliate Marketing ist ja Empfehlungsmarketing. Wir verkaufen ja kein Produkt, sondern wir empfehlen es ja nur. Ne? Aber wenn du weißt, wie du etwas also die Kauflust wecken kannst bei dem User, ist natürlich immer von Vorteil. Und ich glaube, dass dieses Wissen wahrscheinlich noch wichtiger werden wird, sich mit Verkaufsstrategien auseinanderzusetzen und sich auch zu überlegen, was habe ich eigentlich für User? Also viele wissen ja gar nicht, was sie für User haben. Das ist ja das Problem, ne? Dass manche sagen, naja, jetzt baue ich einmal meine E-Mail-Liste auf und so, ne? Aber ich weiß eigentlich noch gar nicht, was ich bewerben soll, ne? Weiß ich noch gar nicht. Oder ich habe mir noch nichts konkret überlegt. Oder ja, dann werde ich mal so ein bisschen den Kurs da machen und vielleicht auch davon ein bisschen was. Ne? Aber niemand weiß es so wirklich. Ne? Und klar, man kann sich Expertenwissen natürlich auch mit der Zeit aneignen. Ne? Ich habe zum Beispiel zu Beginn meiner Affiliate-Zeit habe ich sehr viel im Dating-Bereich gemacht. Warum habe ich sehr viel im Dating-Bereich gemacht? Weil wir da in Österreich eine
legendäre Single-Plattform, also eigentlich, wir haben sogar jetzt noch, aber haben sie immer noch. Ein sehr großes Portal war das früher, ich weiß nicht, ob sie heute auch noch so stark frequentiert sind in Facebook-Zeiten, aber damals, als ich noch Single war, also noch nicht verheiratet war, also vor 10 Jahren oder noch länger her, ja, da gab es Websingles.at. Ja. Und da habe ich über Websingles habe ich wahnsinnig viele Treffen gehabt damals. Also ich war richtig erfolgreich mit Websingles. Ja. Und diese Erfahrungen, ja, die habe ich natürlich dann auch in späterer Folge auch in unsere eigenen digitalen Dating-Produkte eingearbeitet. Aber auch zu der Zeit, auch wo ich zum Beispiel Portale beworben habe oder andere Dating-Ratgeber, habe ich das natürlich mit einfließen lassen. Das heißt, ich war streng genommen eigentlich ein Dating-Experte und konnte natürlich logischerweise deshalb auch drüber schreiben. Ne? Und das hat mich halt in diesem Bereich authentisch gemacht und deswegen hatte ich viele Sales. Ist ganz klare Sache. Ja? Und wenn ich mich heute in einen bestimmten Bereich begebe und wenn es jetzt eben beispielsweise das Thema Geld verdienen online ist, ne, dann muss ich mich eben auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Ne? Wobei, bitte, mach das nicht. Fang nicht als erstes Thema Geld verdienen online an. Ich habe so viele Leute, die mir schon was geschrieben haben, und dann frage ich, wie viel Geld hast du schon verdient? Naja, noch keine 5 Euro, aber ich bin jetzt der Experte. Mein Tipp eigentlich immer, fang doch mit deinem Hobby an. Mein Tipp, Hobby? Echt, mach doch dein Hobby. Du hast Angeln, mach vielleicht einen Angelblock oder sonst was. Du kennst dich mit Angeln aus, du brauchst dich nicht einarbeiten. Du bist Carrera-Fan, du bist Lego-Fan, du bist irgendein Hobby-Thema. Versuch damit erstmal. Und Hobby-Sachen, gerade auch in Deutschland, aber im deutschsprachigen Raum, die Leute geben dafür noch Geld aus. Ja? Diese Psychologie beim Dating, das herauszufinden, wenn du von null startest, ist so kompliziert, das herauszufinden, dann noch Affiliate-Marketing zu lernen, da hast du aber dein eigenes Hobby-Thema doch viel schneller. Naja, also bei Dating würde ich sagen, ist es nicht, also da kann man sich's relativ schnell beibringen. Von Angeln, muss ich gestehen, verstehe ich wenig. Ich weiß auch nicht, und das ist ja auch ein springender Punkt, wenn man sich für einen Bereich entscheidet, ne, wie es eigentlich so ausschaut mit den Provisionen, was man verdienen kann. Ich weiß nicht, was man bei Angelsachen verdienen kann, keine Ahnung. Ebay, ne? Amazon, Reiseveranstalter, Angeln, Nordseeküste, ja, Ferien. Da läuft es ja wiederum darauf hinaus, dass du im Prinzip die Leute über den Amazon-Link dazu schickst. Da hast du wieder so Provisionen, die so im 5%-Bereich sich bewegen, wo es halt auch vielleicht nicht unbedingt so ist, dass du schnell motiviert bist, weil die Motivation ist ja schon irgendwie ein sehr ausschlaggebender Punkt. Ich meine, ich kann jetzt nur sagen, wie das bei mir damals war, aber ich habe ungefähr 2 Jahre gebraucht. Also ich mache jetzt 11 Jahre Affiliate-Marketing und die ersten 2 Jahre war ich überhaupt nicht erfolgreich. Aber ich war deshalb nicht erfolgreich, weil ich auch nicht so aktiv war, weil ich nicht wirklich an das geglaubt habe. Und nach 2 Jahren hatte ich dann irgendwas mit 90 Euro bei Samen an Provisionen, die habe ich mir dann auszahlen lassen. Und dann habe ich aber eine Dating-Kampagne gemacht und es ist immer ein bisschen eine Glückssache auch, aber die war dann wirklich erfolgreich. Also erfolgreich hieß in diesem konkreten Fall Gewinn 700 Euro circa. Ja. Aber wenn du 700 Euro zunächst mal hast in wenigen Tagen, dann denkst du dir, hey cool, das funktioniert ja doch. Ne? Und dann war ich halt dann motiviert, ne? Und dann habe ich weitergemacht. Ne? Und darum denke ich mir, es ist irgendwie, glaube ich, schon auch davon abhängig, wie hochprovisioniert bist du mit dem Produkt, das du bewirbst, weil wenn du da nur 5 oder 10% kriegst, so wie bei Amazon, da kommt unterm Strich wahrscheinlich nicht so viel zustande. Aber da sind wir vielleicht jetzt beim einen ganz wichtigen Punkt, nämlich die Frage, wie legst du überhaupt das Business an? Also jetzt von der Denkweise, weil viele wollen ja das ganz schnell Geld machen. Ne? Und wie machst du ganz schnell Geld? Ganz schnell Geld kannst du eigentlich nur so machen, indem du eher, sag ich jetzt mal, höherpreisige Produkte verkaufst, die gut provisioniert sind, also mit sprich mindestens 40-50%. Ne? Und da musst du aber so spezielle Hacks bedienen. Ne? So wie man das also früher sehr stark gemacht hat, eben auf Facebook. Das geht zwar teilweise immer noch, aber nicht mehr ganz so gut, aber immer noch. Und da konnte man schnell Geld lukrieren. Aber dieses schnelle Geld lukrieren, das heißt ja nicht, dass du deswegen ein stabil aufgebautes Business hast. Nein, dann, auf gar keinen Fall. Das ist kein konstantes Business. So weit, was ich meine. Das stabil aufgebaute Business hast du in der Tat wahrscheinlich, wenn du sagst, okay, ich bin Experte für Anglerprodukte, ja, und ich baue mir so eine Seite übers Angeln auf und dann hast du vielleicht in den ersten Monaten mal überhaupt keine Einnahmen, ne? Weil du zunächst mal damit beschäftigt bist, dass du deine Unterseiten-Keyword optimierst. Ja. Das sind alles wichtige Schritte aber. Und dann auf kurz oder lang, natürlich, wenn du dranbleibst beim Thema, wird sich der Erfolg so oder so von selber einstellen. Das ist mal klar. Ne?
Aber darum bin ich persönlich auch, und das habe ich noch nicht zur Sprache gebracht, ein Anhänger beider Vorgehensweisen. Also ich sage den Leuten, baut euer Business stabil auf, genauso, ne, dass du sagst, Business auf eigenem Grund und Boden, eigene Webseite, Expertenwissen vermitteln, von, also Dinge, die, über die du wirklich sprechen kannst, von denen du was weißt. Und parallel kannst du natürlich immer noch schauen, dass du den einen oder anderen Hack machst, wo du dann eben vielleicht auch ein Produkt im Bereich Geld verdienen im Internet oder Fitness oder halt diese großen Hauptnischenthemen eben unterbringst, wo du dann halt zwischendurch immer wieder ein bisschen was abstaubst. Ne? Wir sollten mal, was mir jetzt gerade eingefallen ist, wir sollten mal ein Live-Dings machen und das aufzeichnen, wie wir sofort 50 Euro generieren an einem Tag oder sowas. Ja. Weil es ist doch auch einfach, Facebook-Fanpage aufbauen, Bild, mhm. Angelfreunde oder keine Ahnung was. Du nimmst dir an so eine Plattform wie so eine T-Shirt-Plattform, wo du auch Affiliate-Provision bekommst, wenn du ein T-Shirt verkaufst oder Amazon, ein T-Shirt mit einem Anglerspruch drauf posten und das in Angler-Facebook-Gruppen reinposten. Und wenn du das geschickt machst, hast du doch sofort 3-4 T-Shirts an den Tag verkauft und deine 40, 50 Euro verdient. Ganz ja, klar, wenn du die Reichweite, Facebook und Reichweite, das ist halt immer so eine Sache, aber wenn man das schafft, dass man die Reichweite hinkriegt, ja klar. Ohne Zweifel, ich habe so viel. Wir machen gleich noch ein Interview für deinen YouTube-Kanal, glaube ich. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein paar Hacks raushauen, wie ich dann sofort das Geld und wie ich das früher gemacht habe, weil du musst ja immer drauf, du musst halt gucken, worauf die Leute reagieren. Und was die Leute wollen, die Leute wollen auch immer sparen. Ich habe zum Beispiel sehr oft bei Facebook in Kleinanzeigengruppen Haribo-Kisten reingepostet, so Fabrikverkaufdinger. Und habe gedacht, boah, sind die teuer oder keine Ahnung, aber kein Preis hingeschickt und hingeschrieben. Und die Leute waren natürlich alle neugierig, wie teuer die jetzt sind und klicken erstmal auf den Affiliate-Link. So habe ich schon mal Traffic nach eBay geschickt oder nach Amazon. Und dann kommt darunter eine Diskussion. Das ist so teuer, das darf man gar nicht bei eBay verkaufen. Haribo hat es ausgeschlossen, dass man Lagerverkaufsachen und so. Und dann hast du einmal 50 Kommentare darunter und freust dich einfach. Und ein paar teilen das dann noch auf ihrem Profil und schon ist das Scheißding viral gegangen oder so. Oder so Schrottautos bei eBay. Na, so einen 911er, irgendwie 20.000 Euro, eigentlich nur Rost oder so. Und dann postest du das Foto da und sagst, boah, scheiße, schau dir mal an, wie teuer das Ding ist oder so. Und alle sind natürlich neugierig. Du musst mit den Neugier da so ein bisschen spielen. Ja, natürlich. Angelthemen und so. Das funktioniert so einfach. Natürlich sind das immer so Pfennigbeträge und du musst echt viel Traffic haben, um davon zu leben. Aber vielleicht auch einfach, dass die Leute mal, ich sehe das ja auch beim Affiliate-Marketing, erstmal die Erfolgserlebnisse, so wie bei du, wie du hattest da so die ersten 50 Euro oder 70 Euro mal ausbezahlt bekommen oder so. Und das ist funktioniert. Und dann kann man immer noch sagen, okay, hey, mit diesem Thema hat es funktioniert und Angel, zum Beispiel auch diese Angelnische, ich würde sofort gucken, Angelscheinvorbereitung, sofort Blogbeiträge gucken, hey, Angel, wie mache ich einen Angelschein in München oder in Bayern und wo melde ich mich an? Gibt es da Bücher bei Amazon für die Vorbereitung der Prüfung? Vielleicht sofort ein paar Tipps, sofort ein YouTube-Video dazu, wieder den Link da drunter auf dem Blog drauf und fertig ist die ganze Kacke. Wenn du natürlich die Erfahrung hast und brauchst dich in ein Angelthema reinarbeiten. Ne? Welche Schutzzeiten gibt es? Was finde ich? Welche Fische leben im Rhein oder sowas? Das wird bestimmt auch oft gegoogelt. Und schon hast du dein Business fertig und kannst auf jeden Fall kein Millionen-Business, aber mal 400 Euro nebenbei, ob du jetzt einen Teilzeitjob hast oder so, oder machst dann mit deinem Blog 400 Euro. Und ich habe so viele Leute, das ist eigentlich mein Interview, ich muss dich interviewen. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die mit so einem Hobby-Thema, mit so einem Lego-Seite auf einmal 8.000 Euro im Monat verdienen oder so. Ja, einfach nur Hobby war und so. Und auf einmal kommt da voll viel Traffic drauf und die wussten gar nicht, warum. Und dann gucke ich mir die Seite an und sage, Alter, die Seite ist total scheiße. Werd mein Partner und wir machen dann eine Null hinten dran nochmal, also 60.000 im Monat, weil du sammelst keine E-Mail-Adressen ein, du hast keine AdWords-Kampagne da drin oder. Und du hast nicht ein Keyword optimiert oder so. Und aber es funktioniert und das ist halt diese Magie Internet, weil du sprichst halt 120 Millionen deutschsprachige Menschen an, die vielleicht alle auf deine Seite kommen oder auf jeden Fall, die sich da mit diesem Hobby-Thema beschäftigen.
Ja. Aber das sind halt, ja klar, das sind halt trotzdem langfristige Strategien, ne? Wo du halt eine gewisse Geduld auch brauchst. Und das ist halt leider in der heutigen Zeit, habe ich den Eindruck, oft nicht mehr gegeben, ne? Weil es heute, wenn du speziell in den Facebook-Gruppen schaust, eigentlich nur noch um die ganz schnelle Marie geht, ne? Ja, ich habe ja Unbedingt auch eine. Investment in einer Woche rauskriegen, ne? Schon. Ich habe ja auch eine Mastermind, die ist langfristig. Wenn da Anfragen kommen, alle fangen immer von null an und wollen immer sofort den Schritt auf 5.000 gehen. Ja. Ja, und das am besten morgen oder so. Aber ich kann Ja, auch nicht zaubern oder so. Ich kann dir zeigen, wie du 5.000 € verdienst. Aber das dauert halt auch mal ein Jahr. Und wenn das dann halt alles beherzigt, dann kannst du es auch konstant immer wieder abrufen. genau. Aber mal eben so von heute auf morgen, selbst wir beide, wenn du uns alles wegnehmen würdest, würden morgen keine 5.000 € verdienen, wenn du uns in Thailand an deinen Computer absetzen würdest. Selbst wir würden dafür Monate brauchen oder Wochen auf jeden Fall, wenn du uns alles wegnehmen würdest. Aber wir hätten sofort nach 3, 4 Tagen schon die ersten 50 oder 100 € verdient. Ja, aber Auch cool. es sind ja zwei Fragen, die sich jeder stellt. Egal wie weit er ist in dem Business. Frage Nummer eins, woher kriege ich guten Traffic? Und Frage zwei, welche Mechanismen muss ich bedienen, dass wenn ich selbst, wenn ich wenig Traffic habe, dass ich das Maximum aus diesem Traffic rausholen kann? Und da gibt es natürlich, ja, verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Hacks, wenn man so will, ja, die man sich zunutze machen kann, die man ausprobieren kann. Und ich habe vor kurzem was sehr Interessantes gemacht. Ich kann es leider nicht herzeigen, weil ich am falschen Bildschirm sitze, aber ich versuche es mal so zu beschreiben, dass es jeder versteht. Du weißt ja, dass wenn du ein Produkt bewirbst auf Digistore, dass du auch direkt einen Affiliate-Link setzen kannst auf das Bestellformular und die Parameter auch dranhängen kannst, was deinen also deine Affiliate-ID angeht und auch den Rabattcode. Ja, also so kann man das machen. So. Es gibt nur einen einzigen Nachteil bei dieser Methode. Wenn du das so machst, dann wird kein Cookie gesetzt, weil es ja nicht über den Promo-Link geht. Das ist aber eigentlich der einzige Nachteil. So, und jetzt habe ich mir überlegt und probiert, und es ist psychologisch betrachtet sehr, sehr spannend. Und zwar, jetzt lässt du dir als Affiliate von deinem Vendor einen Rabattcode geben, und zwar einen, den man sich gut merken kann. Also ich sage jetzt mal Hausnummer, was weiß ich, Super 1. Super 1 bringt dir, sagen wir, 30% Rabatt. Also Rabattcodes, also Rabatte nimmt natürlich jeder Mensch gerne in Anspruch, weil jeder will ja schauen, dass er wo was kriegt. Ne? Super 1 ist mein Rabattcode. Okay, so, jetzt nehmen wir folgende Situation an. Du hast auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer einen User dran und sagst ihm, also kommunizierst mit dem, machst ihn vielleicht auf das Produkt aufmerksam, schau dir das mal an, ich habe das auch, ist eine klasse Geschichte. Und übrigens, die haben da gerade jetzt noch eine Aktion laufen, aber die läuft bald ab. Aber ich habe hier einen Code für dich. Es gibt eine Seite, die ist passwortgeschützt. Aber da gibst du diesen Code ein und der Code lautet Super 1. Also genauso wie der Rabattcode. So, jetzt schickst du ihm den Link auf diese WordPress-Seite, die passwortgeschützt ist. Das kannst du mit jeder WordPress-Seite machen. Und dort gibt er diesen Code ein, Super 1. Das heißt, das ist schon mal die erste Interaktion, die der User setzt. Das heißt, er muss aktiv etwas tun, damit er auf diese Seite kommt. Was präsentiert sich ihm auf dieser Seite dann? Ihm präsentiert sich ein Link. Wenn du das Angebot annehmen willst, klicke jetzt auf diesen Link, -30%. Und darunter hast du einen Evergreen Countdown, also einen Countdown, der von 15 runterzählt. Das ist ein kostenloses Plugin. Kann man sich installieren. Jetzt muss er die zweite Interaktion setzen. Und jetzt klickt er auf den Link und dieser Link wiederum, der linkt auf das Bestellformular mit diesem Parameter, also sprich mit der Affiliate-ID und dem Rabattcode, der dann schon eingetragen ist. Das heißt, er kommt auf das Bestellformular, wo der Rabatt bereits abgezogen ist. Er hat also zwei Interaktionen durchgeführt, war zweimal aktiv. Und kam dann auf das Bestellformular, wo der Rabatt schon drinnen ist. Der Countdown vorher auf der Seite hat sich in ihn aber natürlich auch eingeprägt. Und jetzt gibt es natürlich welche, die schreiben, du hast noch so und so viel Zeit, damit du also dieses Angebot in Anspruch nehmen kannst.
Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, das ist ja Täuschung. Aber das Lustige ist, selbst wenn du das nicht dazu schreibst, du suggerierst dem User damit natürlich, und das ist schon ein Verkaufstrigger auch, oh, da läuft die Zeit ab, ja, dass er jetzt handeln muss. Und genau aus dem Grund, weil er zwei Interaktionen wirklich aktiv gesetzt hat, dann auf das Bestellformular kam, wo der Preis schon abgezogen ist, genau aus dem Grund machen hier sehr viele dann den Kauf. Das ist ein kleiner Hack, einfach mal ausprobieren. Okay. Kompliziert, aber nee, kann man machen. Jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber ganz einfach. Nein, ist nicht kompliziert, aber es ist natürlich so, du hast natürlich eine Absprungrate, aber ist natürlich klar, jeder, der das dann durcharbeitet bis zum Bestellformular, ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass die dann halt kaufen. Ja? Genau. Aber also alles, was der 20% werden vorher schon abspringen oder so und dann 80% durch und dann... Rein von der Psychologie ist es ja so, natürlich könnte man jetzt hergehen und sagen, man gibt ihm den Affiliate-Link mit diesen Parametern direkt. Naja gut, da haben wir dann wiederum manchmal das Problem, dass diese direkten Digistore-Links manchmal bei Facebook geblockt sind und so weiter, ne? Brauchen wir aber so nicht machen. Aber so haben wir zwei Sachen mit drin. Erstens einmal, er muss vorher schon, also diesen Code, und das ist eine geheime Seite dann, da hat ja nicht jeder Zugang. Das ist was Besonderes für ihn, um das geht es auch. Ja. Er gibt es ein, dann hat er den Countdown. Oh, ich habe nicht viel Zeit. Dann muss er den Link klicken, zweite Interaktion. Und dass du ihn hier verlierst, natürlich, einige wird man verlieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er hier dann den Kauf macht, an dieser dritten Stelle ist schon relativ hoch. Funktioniert sicherlich bei vielen, kann man echt testen. Geil ist natürlich auch, statt den Countdown einfach ein E-Mail-Eintrageformular, trag deine E-Mail jetzt ein und ich schicke dir diesen Code zu. Ja, das geht auch. Hast du gleichzeitig ein Lead. Das stimmt, da sind wir wieder beim Thema DSGVO dann mit Kopplungsverbot. Könnte man machen, ja, ist eine Formulierungssache. Könnte man sicher irgendwie lösen, ja. Ist klar. Kann man klar. Ja, auch eine Möglichkeit, ja. Und wenn du richtig geiler Affiliate bist und verkaufst richtig viel, frag den Vendor einfach, kannst du nicht meine Seite als Content-Seite anlegen? Und dann hast du dann einen Content-Link, dann ist das nämlich auch, dann funktioniert das auch. Da solltest du aber schon gut Verkäufe machen. Aber wenn ich jetzt jemanden hätte, der gut Verkäufe macht für meine Produkte und der sagt, hey, könntest du diese Seite hier, wo dann halt der Gutscheincode angelegt ist, als Content-Seite anlegen, würde ich das auch machen, dann hättest du sofort den Affiliate-Link und den Cookie gesetzt. Also du meinst, das könnte man natürlich so machen, wenn seine Landingpage, die Affiliate-Landingpage, also eine Content-Seite wird. Dann quasi. Genau, ja. Ja. Aber bitte, wenn du jetzt Affiliate bist oder so, das geht jetzt ein bisschen in die Tiefe rein, mach das bitte nicht, bevor du irgendeinen Verkauf hast. Mach erstmal 10, 20 Verkäufe und dann sag, hey, lieber Vendor, ich habe letzten Monat 20 Verkäufe für dich gemacht. Können wir das noch ein bisschen einfacher machen? Oder also ich würde es auf jeden Fall machen, wenn du dann sagst, hey, kannst du meine Landingpage als Content-Seite, deine Landingpage ist kacke oder ich will das ein bisschen anders bauen, meine Kundschaft möchte das so haben, dann würde ich das sofort machen. Das funktioniert auch immer wieder. Auf jeden Fall ein geiler Tipp. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, weil die Leute, die dann wirklich zum Schluss ankommen, die haben dann 2-3 Mal committed, das zu kaufen. Vielleicht sogar noch mal vorher, wenn man diesen Gutscheincode hat, vielleicht nochmal als Tipp, keine Gutscheincodes klauen von anderen Webseiten, weil die können auch gebrandet sein. Mhm. Und dann hast du nämlich super viel Traffic drauf und bekommst nie eine Provision. Dann denkst du dir mal, warum kriege ich keine Provision? Aber wenn du meinen Gutscheincode geklaut hast, kriege ich deine Provision sozusagen, weil der Gutscheincode gebrandet ist. Das ist schon wichtig natürlich, dass die Gutscheincodes dann auch wirklich auf den Affiliate zugewiesen sind. Und das ist klar. Oder universal, dass der universal ohne Affiliate hinterlegt ist, ein Gutscheincode. Sollte man aber vorher echt nachgucken, weil sonst, weil das habe ich nämlich auch schon oft gehabt und viele Geschichten gehört, dass dann Affiliates sagen, hey, ich bewerbe das die ganze Zeit und das ist so ein Tipp, so ähnlich wie dann halt auch Leute, die dann halt einen Affiliate-Link rausschicken, ohne ihre Digistore-ID einzufügen. Kommt immer mal wieder vor, habe ich höchstwahrscheinlich auch schon gemacht. Also ganz locker bleiben oder so, aber es ist halt trotzdem ärgerlich, aber Anfängerfehler, ne? Man lernt draus. Geiler Tipp, sollte man auf jeden Fall gucken und das Tolle wäre ja auch noch,
wenn du die von Instagram holst, du hast einen Facebook-Pixel auf der Seite, sind natürlich die Spielmöglichkeiten extrem. Na? So kannst du auch Retargeting machen, wenn du da Experte bist oder dich so ein bisschen reinarbeitest oder so. Kann man auch machen, beziehungsweise man kann natürlich den ganzen Trick auch mit Convert-App machen, ne? Und dann auch über Convert-App ja auch ein Pixel setzen. Das mit Pixel, das ist halt immer so eine Sache, ne? Weil du bei Pixel streng genommen müsstest du ja den Cookie-Banner einschalten. Ne? Also wenn wir es jetzt streng genommen nach der DSGVO nehmen, macht kaum jemand. Ne? Aber naja. Das ist jetzt ein anderes Thema. Da schwenke ich dann mal zu. Ich habe jetzt, hab jetzt einen Freund gefragt. Ich war auf einer Webseite und da war selbst bei den YouTube-Videos stand hier, sie müssen halt den Cookie akzeptieren, damit das YouTube-Video angezeigt wird auf der Webseite oder so. Ach so, das habe ich auch. Das habe ich auch. Das kannst du, ja, aber das ist ja keine große Sache. Ne? Also, ja, aber ich war schon ein bisschen geschockt am Anfang und dachte so, hey, warum wird denn dann nochmal das YouTube-Dings eingeblendet und so. Das kostet natürlich alles Conversion so ein bisschen. Ja, das kostet Conversion, aber letztendlich die Leute, die sich wirklich für dich interessieren, ne, das ist das, was ich auch heute schon mal meinte zu dir, was Newsletter angeht. Ne, du hast vielleicht einen sehr anspruchsvollen Trichter oben, ne, also da, wo vielleicht viele wegfallen, aber die unten reinkommen, sind qualitativ absolut hochwertige Kunden. Und aus dem Grund habe ich so gute Öffnungsraten. Aber das handhabt jeder anders. Das ist, ich verstehe es, wenn jemand sagt, nee, ist mir zu blöd. Das kann ich auch verstehen. Ne? Kann man so machen oder so. Also, liebe Zuschauer, das Thema, das ist immer eine Diskussion unter erfahrenen Affiliate-Marketern. Auch bei Webinaren habe ich das immer mal wieder, dass ich mit Leuten so ein bisschen diskutiere. Lässt du den Vorname weg, fragst du nur die E-Mail-Adresse ein. Du wirst mehr Eintragungen bekommen. Wenn du den Vorname aber abfragst, kann sein, dass dann halt weniger Eintragungen kommen, aber die Leute, die sich eintragen, mehr kaufen. Ja, eben, weil du sie persönlich ansprechen kannst. Ja. Weil du sie persönlich ansprechen kannst und. Es kommt so ein bisschen auf die Nische drauf an, auf die Zielgruppe. Vielleicht hast du auch schon Vertrauen aufgebaut und die mögen dich. Und du hast Fans, dann ist es sowieso scheißegal. Dann kaufen die also sowieso mehr. Was ich kann zu diesem Thema einen kleinen Tipp geben. Also, meine Erfahrung ist, wenn du per Du bist mit deinen Usern, ist es schon von Vorteil, kann es von Vorteil sein, wenn du einen Vornamen abfragst. Wenn du per Sie bist, kannst du es weglassen. Ja, auf jeden Fall. Dann aber vielleicht auch noch den Nachnamen. Muss man gucken, aber auf jeden Fall, weil die Leute sich dann halt schon auch da, die geben so viel Daten von sich preis und wollen dann auch das Webinar gucken. Und das ist dann schon sehr, sehr interessant. Also ich glaube, die Zuschauer haben auf jeden Fall schon etwas gelernt, gerade wenn sie Anfänger sind. Aber wir hatten trotzdem das Thema halt so 2020, so ein bisschen Trend. Ja. Siehst du da irgendetwas, wo ich auch nochmal ein bisschen Geld verdienen kann 2020? Also 2020 wird sich sehr viel auf Facebook bewegen, auch im Bereich Messenger-Marketing. Habe ich vor kurzem ein Interview gemacht mit dem Daniel Rüther von DigiProfis. Da gibt es ab 15. Januar eine einschneidende Änderung bei Messenger-Marketing. Und es gibt ja jetzt verschiedene Bots, auch schon fixfertige Bots, wo du Messenger-Leads in E-Mail-Leads verwandeln kannst. Das funktioniert dann über eine Clicktip-Anbindung beispielsweise. Also da wird sicherlich, also sagen wir mal so, das ganze Business wird mit Sicherheit anspruchsvoller, das sehe ich jetzt schon. Auch wenn wir uns anschauen, die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, was da so ist. Jetzt kommt E-Privacy, mal schauen, ob es sich ausgeht auf 2020. Kann sein, dass es erst 2021 sein wird. Aber das bringt dann auch nochmal eine neue Qualität mit sich. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich geändert haben. Also für all die, die ganz offiziell ihr Business von Deutschland oder Österreich aus betreiben und ganz offiziell unterwegs sind, also nicht irgendwo in Panama sind oder so. Ne? ich glaube auch, dass, das habe ich eigentlich schon letztes Jahr gesagt, E-Mail-Marketing, weil manche immer sagen, naja, E-Mail-Marketing, ich glaube, das wird vielleicht bald jetzt tot sein und so weiter. Aber ich kann nichts davon merken. Ich glaube, dass E-Mail-Marketing sogar noch wichtiger wird. Und zwar E-Mail-Marketing auf seriöse Art und Weise. Also nicht diese klassischen Verkaufsmails, ja, sondern dass du wirklich deine User mit Mail-Marketing und regelmäßigen Informationen mit Mehrwert quasi versorgst und an dich bindest. Und das ist auch etwas, was ich in meiner Liste versuche. Es gibt aber da außer mir noch ganz andere tolle Beispiele von Leuten, die das sehr gut machen. Also beispielsweise der Willi Brockhoff. Ja. Also der Willi Brockhoff schreibt keine Verkaufsmails.
Also der versucht nichts zu verkaufen, sondern der liefert nur Mehrwert in Form von Informationen. Und ich glaube, dass es immer mehr in diese Richtung geht. Weg von diesem klassischen, ich muss jetzt dieses Produkt loswerden, irgendwelchen Verkaufstrigger-Dingen, ja, auf 5, 6 Zeilen und 7 Affiliate-Links drin, ja, sondern wirklich qualitativ hochwertige Mails und wirklich Kundenbindung. Das wird immer wichtiger. Und das betrifft eben sehr stark das Affiliate-Marketing auch. Und das merken wir ja übrigens auch in den Facebook-Gruppen. Ne? Also du merkst ja auch in den Facebook-Gruppen, wenn du dir jetzt in diesen geldverdienenden Online-Gruppen dir das anschaust, was die Leute da posten, diese Posts mit Affiliate-Links, die haben ja meistens keinerlei Interaktionen. Ja? Nicht nur, weil sie von Facebook kaum ausgespielt werden, sondern weil auch keiner mehr reagiert drauf. Ja? Weil kein Mehrwert da ist in den Posts. Und wenn ich jetzt jemand, also angenommen, ich bin jetzt in so einer Gruppe und ich würde jetzt wirklich was sehen, was mich interessiert, irgendein Produkt, ja, dann gehe ich doch her, wenn der schon den Produktnamen offeriert und google das Produkt vorher, ja, und schaue, okay, was schreiben andere Leute drüber? Und dann kaufe ich es ja erst wieder woanders. Also ich glaube, dass diese Art von Marketing wahrscheinlich nächstes Jahr noch mehr zurückgehen wird, weil die Leute merken werden, naja, das funktioniert eigentlich so direkt nicht mehr. Und wenn du Trust hast, ist es nochmal was anderes. Wenn du Trust hast, wenn du mit Leuten in Interaktion stehst, gut, dann kannst du gelegentlich auch ein Affiliate-Link raushauen. Ne? Also ich glaube, das ist nicht der Punkt. Aber wenn du es nur so auf diese Art und Weise probierst und da nicht drauf schaust, dass du selber Vertrauen gewinnst bei den Leuten, dass du dich selbst zur Marke machst, dass du selbst dein eigenes Branding bist und dafür sorgst, dass die Leute dir vertrauen, da, diese Leute werden es mit Sicherheit nächstes Jahr noch schwerer haben. Und darum sage ich ja auch meinen Leuten immer, das Wichtigste ist, dass ihr Trust bekommt. Und dass ihr eure eigenen Leads auch sammelt auf eurem eigenen Grund und Boden. Und daher, das sage ich ja auch schon länger, werdet ihr um eine eigene Webseite nicht drumherum kommen. Ja, auch wenn viele andere das also anders sagen, auch wenn viele Marketer sind, die sagen, ja, du brauchst keine Webseite, kein E-Mail-Marketing. Es gibt Strategien natürlich, ja, da brauchst du das wirklich nicht. Ja. Ich würde jetzt nicht generell sagen, dass... Aber das sind Strategien und keine Taktik. Das sind Strategien. Ja, das sind einzelne Strategien. Kein langfristiger Aufbau. Also du wirst um auf kurz oder lang, wenn jemand sagt, ja, aber Webseite bauen ist mir zu kompliziert, tja, Pech gehabt. Ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist. Ich glaube, man braucht eine eigene Webseite. Ja, und das wird nächstes Jahr wahrscheinlich noch wichtiger werden. Und ja... Die Leute, die halt das schaffen, Vertrauen aufzubauen, die werden die großen Gewinner sein nächstes Jahr. Die es nicht schaffen, die weiter so mit diesen Guerilla-Marketing-Methoden arbeiten, ich glaube, die werden bald sehr viel weniger werden. Ja. Hat beides Vorteile. Punkt 1 ist, E-Mail-Marketing, gebe ich dir recht, dieser Faktor von Storytelling in den E-Mails. Auch Ende offen lassen, dass die Leute sich auf die nächste E-Mail freuen und. Weil wenn ich dann halt weiß, der schickt mir sowieso immer nur Verkaufsmail und immer ist das Tool das Beste oder dieser Kurs ist das Beste, sind die Leute auch nach der 5. Mail weg oder so oder auch schon früher und tragen sich aus. Also Storytelling auf jeden Fall top. Bei den Guerilla-Marketing könnte es aber auch so sein, dass viele aufgeben und die Leute, die noch dranbleiben, dann ist der Kuchen größer. Das könnte noch sein, weil wir hatten das ja auch schon mal gerade, die Leute hören nach 2 Wochen auf. Die posten 2 Wochen etwas, wenn überhaupt, haben kein Geld verdient, hören auf. Und dann, ja, wenn so viele aufhören, ist wieder ein neuer Markt da und der Kuchen ist größer. Einfach mal so die Links raus zu spammen oder so. Oder auch einfach so. Man muss immer gucken, auch ich finde immer noch keine Wundermittel oder so, aber ein Leadmagnet in die Werbegruppen und dann versuchen die Leute dann darüber einzusammeln, bringt vielleicht ein bisschen mehr, wie einfach nur einen doofen Affiliate-Link zu posten, wo du dann auch noch merkst, dass die einen Affiliate-Link posten und haben das Produkt gar nicht gekauft und kennen das Produkt gar nicht oder so. Und wenn du dann halt noch siehst, dass die Leute auch gar nicht erfolgreich sind oder so, dass man braucht ja nur auf das Profil der Leute gehen und sieht ja, dass die nicht erfolgreich sind und keine 5.000 oder 10.000 Euro verdienen oder so, aber gleichzeitig erzählen, hey, so fährst du in 3 Monaten Lambo oder so. Das war's für heute. Aber hey, es kommen ganz viele neue Folgen. Abonnier doch einfach meinen Podcast. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Über eine positive Bewertung würde ich mich auch sehr freuen. Und vielleicht hörst du dir da auch ein paar alte Folgen an vom Podcast für mich zum Schotter. Und ja,
Rock dein heute Leben, es ist dein Leben, hol dir, was dir zusteht. Und wenn wir beide mal telefonieren sollen, hey, wenn du das möchtest, kannst du es. Rucksackunternehmer.de. Und mein Kurs, den ich öfters mal erwähne zum Thema Affiliate Marketing, Jet Set Affiliate System heißt der. Und alle Links sind auch in der Beschreibung. Ich bin auch auf Instagram, auf YouTube und freue mich tierisch, wenn du mir folgst. So, jetzt rock dein Leben. Ciao. Das macht doch einfach auch keinen Spaß. Das ist doch kein Businesskonzept. Bitte lass das sein. Macht doch etwas Nachhaltiges. Wer hat auch mit den Angelthemen oder jedes Hobbythema, wir könnten jetzt garantiert fast jedes Hobbythema durchgehen und würden dann einfach Millionenmarkt finden oder bei vielen auch Milliardenmarkt, ob das jetzt Computer Gaming ist, Stühle, Tische, eine Maus oder sonstigen Kack für Sachen und so. Die Leute geben da so viel Geld aus und du kannst da immer wieder auch die Schnelligkeit dann. Es gibt eine neue Gaming-Maus, eine neue Grafikkarte und du bist der Erste, der das Testimonial raushaut. Du bist der Erste, der das neue iPhone 12 raushaut als Testimonial und du wirst dann halt auch deinen Kuchen abbekommen so ein bisschen. Ja? Aber das schaffst du ja auch nur, wenn du dich konzentrierst auf eine Nische und machst nicht wieder. Ja. Ich hatte jetzt letztes Mal mit jemand, der macht das glaube ich auch schon so 3-4 Jahre. Ich habe ihn immer mal wieder beobachtet, dachte eigentlich schon, der wäre schon fast auf Augenhöhe mit mir. Und dann hat er nichts im Jahr 500 Euro oder so. Und ich dachte, der ist schon 4 Jahre dabei oder so und will jetzt gleichzeitig die 5 Megamärkte angreifen. So mit Dating, Fitness und sonst den Kack und Geld verdienen. Und ich dachte mir so, hey, was machst du da eigentlich? Und dann habe ich ihm ein paar Tipps gegeben. Und ich glaube, ich habe ihm mal die Augen geöffnet oder so, dass der halt eine Unternische und dann da noch ein bisschen breiter oder so reingehen kann, viel mehr macht, wie auf einmal diese 5 Megamärkte anzugreifen. Das ist sehr, sehr schade eigentlich. Ne? Aber Geld kann man überall mitmachen mit Affiliate-Marketing. Das ist so genial. Ich würde sofort auch, wenn ich null anfangen würde, irgendwas mit Reisen machen, Kreuzfahrtschiffe oder sonstige Kack, oder halt bestimmte Gebiete, nur Kalifornien, eine Webseite zu Kalifornien, die neuesten Tipps, Los Angeles, Einkaufen, Mietwagen, SIM-Karte, wo kaufe ich eine SIM-Karte und ne? Wie komme ich vom Flughafen mit dem Bus oder mit der Bahn oder mit Uber oder sonst was. Das sind alles so Sachen, die wollen die Leute wissen. Die googeln danach. Ja? Und dann hast du schön, ne? Vielleicht hast du dann noch deine E-Mail hier, hol den Newsletter mit den heißesten Angeboten nach Los Angeles, kriegst noch einen Rabattcode von Disneyland oder so, Helikopter fliegen und so. Und schon hast du einen ganzen Webseiten-Kosmos gebaut. Mhm. Vielleicht mit Podcast als Traffic-Quelle, Instagram ein paar Fotos, YouTube ein paar Live-Videos aus Malibu oder so. Und es passt. Mhm. Na, wann kann man am besten einkaufen gehen? Black Friday, Tipps für Los Angeles. Ich war ja jetzt San Francisco dieses Jahr zu Black Friday oder so. Und schon kannst du wieder richtig geilen Content produzieren, wenn du da Fan bist. Wenn du natürlich sagst, ich will nicht nach Amerika fliegen und so, machst dann so einen Teil, dann bist du halt wie so diese Köche bei den Kochprofis oder so, die halt vorher Fahrzeugmechaniker sind und sich nicht mal eine Dose warm machen können und dann erzählen sie, dass sie jetzt ein Restaurant aufmachen. Macht das nicht. Aber danke, dass du da warst. Wir haben jetzt schon echt so lange gelabert. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, wir haben um 14 Uhr begonnen, haben dann unser 1,5-stündiges Vorgespräch gehabt. Warte mal, 14, 15, na, eine Stunde haben wir jetzt, ne? Wir haben so eine Stunde, haben wir jetzt, oder ich habe gelabert mehr, sorry dafür. Ohne Konzept, muss man dazu sagen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also mich hat vor kurzem jemand gefragt, ob ich mich auf Interviews vorbereite. Und die Wahrheit ist nein, gar nicht, überhaupt nicht. Bist auch nicht vor, wenn ich im Podcast bin, soll ich dir die Fragen schicken oder so? Dann sage ich immer, nee, brauche ich nicht, weil ich erzähle aus meinem Leben. Ich brauche ja nichts erfinden. Ich brauche ja nicht die Lügenmärchen vom letzten Mal auswendig lernen oder sonst was, sondern ich erzähle ja genau das, was ich heute Morgen gemacht habe oder vorgestern oder so. Das erzähle ich ja einfach. Also ist mir das ja völlig scheißegal. Ja. Wenn ihr jetzt Lügenmärchen erzählen müsstet, dann müsstest du jetzt wieder erfinden und keine Ahnung. Ja. Aber damit wir jetzt keine Lügen erzählt haben, wir haben gerade gesagt, es gibt einen Gutschein. 30% Gutschein auf deinen Kurs. Da gehen wir nochmal kurz ein, weil das will ich den Leuten auf jeden Fall noch erzählen.
Wie war die Idee zu diesem Kurs erstmal und was bekommen die Leute? Naja, die Idee von dem Kurs war, also die hatte ich ja schon relativ lang. Dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich den Kurs erstellt habe, also letztes Jahr, also auch schon 10 Jahre im Prinzip Affiliate Marketing mache und mich dann die ganze Zeit, also ich mich gefragt habe, auch andere Leute mich gefragt haben, ja du, warum machst du eigentlich jetzt nicht irgendwann mal selber einen eigenen Kurs, ne? Und dann war halt die Überlegung dann gesagt, okay, eigentlich könnte ich ja mal diese ganzen Sachen, also alles, also Hacks, die ich gemacht habe und alle Strategien, also sei es jetzt von Keyword-Optimierung bis hin zu eben Facebook-Hacks und so weiter, alle in einen Kurs packen. Also wirklich so ein All-in-One-Ding und das Ganze zu einem wirklich vernünftigen Preis anbieten. Und das Ganze haben wir dann genannt die Cash-Cow. Ja? Also das sind im Prinzip meine Strategien. Und das ist ein Kurs, der jetzt im Moment so zwischen 15 und 16 Stunden Videocontent enthält. Zusätzlich noch ein paar PDF-Files. Es ist so, dass wir auch unregelmäßige Online-Schulungen machen für Mitglieder. Das ist also alles im Preis dabei. Zuletzt haben wir mit dem Willi Brockhoff zum Beispiel über Facebook-Marketing gesprochen. Demnächst im Jänner gibt es die nächste Schulung mit der Katharina Kislewski. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe dazu und natürlich einen sehr schnellen Support. Ja, also das ist das Produkt. Und ja, das gibt es, wie gesagt, ist kein Abo oder irgendwas, sondern es ist alles so ein All-in-One-Paket für aktuell Normalpreis 167 Euro. Und über den Michael eben mit dem Gutscheincode Michael30, den ich ihm vorhin angelegt habe, kriegt ihr das für 30 Euro günstiger. Okay, sehr geil. Der Link und der Gutscheincode ist auch nochmal unter dem Video. Was sind denn die Kunden? Anfänger, fortgeschrittene Profis, wer soll also sich das kaufen? Es ist auf jeden Fall ein Kurs, den man beginnen kann als absoluter Anfänger. Das heißt, wenn man komplett überhaupt keine Ahnung hat von Affiliate Marketing, weil ich halt wirklich jedes noch so kleine Detail, was in irgendeiner Art und Weise mit Affiliate Marketing zusammenhängt, ja, beleuchte. Also beispielsweise, nur um ein Beispiel zu nennen, auch die Verwertungsgesellschaften, über die ja kaum jemand spricht. Aber wenn du heute zum Beispiel einen Blog schreibst, einen Blog machst und dort deine Affiliate-Links reinbringst, selbst wenn du nichts über diese Affiliate-Links verkaufst, kannst du trotzdem mit dem Blog Geld verdienen und zwar über die VG Wort. Ja, das kostet dich auch keinen Cent, aber das sind halt Tipps, die hauen Affiliate-Marketer normalerweise nicht raus, weil es keine Affiliate-Provision gibt dafür. Aber solche Sachen beschreibe ich halt auch in dem Kurs. Das heißt, es ist schon sehr umfangreich und es ist daher vor allem natürlich auch für Anfänger geeignet. Es ist aber auch, kann man sagen, bis zu einem gewissen Grad auch für Leute geeignet, die so also ein bisschen schon fortgeschrittener sind. Ja, also Leute, die schon vielleicht ein bisschen länger dabei sind, aber noch keinen Erfolg hatten mit Affiliate-Marketing, die werden in diesem Kurs sicherlich ein paar neue Sachen entdecken, die sie für sich verwenden können. Ja. Okay, und was ich auf jeden Fall sagen kann, manchmal sind es 1, 2 Hacks, die bringen dir so viel Einnahmen, dass diese Kosten für den Kurs einfach lächerlich sind. Ja, auch auf Events oder sonst was. Man muss auch mal ein bisschen kleiner denken, auch wenn man schon fortgeschrittener ist und hat einen Tipp, der einfach nur 20, 30 Euro pro Tag mehr bringt, was das in Jahressicht ist. Deshalb konsumiere ich auch gerne Tipps von anderen Leuten und auch auf Events oder Kurse. Das ist einfach so, nicht immer dieses Millionen-Business sehen, sondern einfach nur sehen, hey, dieser kleine Hack bringt mir 20, 30 Euro mehr, das ändere ich mal, das teste ich mal oder so. Und schon hat sich sowas bezahlt gemacht, relativ schnell. Ja? Und deshalb dafür vielen Dank, auch für diesen Gutschein, vielen Dank. Ich kann den Kurs auf jeden Fall empfehlen, richtig genial, weil ich ja auch weiß, dass du es selbst machst. Und ja, deshalb quatschen wir auch hier immer so lange und diskutieren immer. Und das ist das Tollste eigentlich, Affiliate-Marketing. Und deshalb mache ich auch diesen Kongress, einfach um mit den ganzen Leuten in Kontakt zu sein, weil es sind ja auch bei meinem Kongress alles nur Leute, wo ich weiß, dass die das echt als Business drauf haben. Ja, ich finde es auch, dass du das machst. Und das Interessante ist ja, dass ich in den letzten Wochen, Monaten, also mehrere Anfragen zu unterschiedlichen Kongressen bekommen habe. Also das dürfte irgendwie so gerade ein Feld sein, wo verschiedene Leute versuchen, da was zu machen. Finde ich aber auch von der Idee klasse natürlich, ne? Weil da eben viele Leute zusammenkommen. Es ist so ein bisschen wie Wohnzimmer-Atmosphäre. Ich habe, wie ich jetzt mit diesen Online-Schulungen begonnen habe, auch, also ich war ja vorher immer so der Typ, naja, live bin ich nicht so gern und so, weil da habe ich dann keinen Einfluss, weil da kann ich nicht schneiden und so, wenn ich Blödsinn rede oder so. Ja, ja. Aber irgendwie bin ich drauf gekommen, dass mir diese Live-Schulungen schon auch Spaß machen. Ne? Weil es ist so ein gemütliches Zusammensitzen
digital halt natürlich, ne? Aber also man, jeder sitzt in seinem Wohnzimmer und man plaudert halt ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne? Und ja, wenn es Probleme oder versucht, Lösungen zu finden für das eine oder andere. Ne? Ja, es ist irgendwie ganz nett. Ja? Darum bin ich da ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich liebe das extrem, weil ich war jetzt auch ein paar Mal auf der Bühne und so vor Publikum. Ja. Und am Anfang so ein bisschen geübt oder so, aber ich kann das gar nicht üben oder so, sondern hey, weil ich habe zwar ein bisschen die Uhr im Kopf oder so, weiß, dass ich nach der Hälfte der Zeit da und da sein muss oder so, sonst wird das halt, sonst verlabere ich mich zu sehr, aber davon leben diese Interviews ja auch. Ja, genau. Das ist ja auch das Tolle bei diesen Interviews oder auch bei diesen Vorträgen oder sonst was, weil ich kenne das bei manchen Online-Marketer oder so, die haben da 2 oder 3 Jahre, jedes Mal, wenn ich die auf ein Event sehe oder so, die tragen so ein Webinar vor, so Folien so ungefähr, und so kommt es mir dann auch rüber und die Leute schlafen dann schon ein und so, und das ist dann auch nicht so toll. Also danke, dass du da warst, es war fantastisch. Und vielleicht nochmal ganz kurz, welche Medien, wo kann man dich nochmal finden? Also mich findet man, wie gesagt, auf YouTube und in meinem Kanal. Der Wolf Digital Economy ist mein YouTube-Kanal. Ja, dann gibt es mich noch auf Facebook. Der Wolf, ja auch der Wolf Digital Economy ist meine Seite. Was gibt es noch? Da gibt es noch eine Seite auf Facebook, eine Cashcow-Seite. Cashcow, der Kurs, da gibt es auch was. Dann auf Instagram natürlich, der Wolf Digital. Ja, das wäre so im Großen und Ganzen. Okay, ja. Einfach mal bei Instagram vorbeischauen, Hallo sagen und dann... Okay, danke, dass du da warst. Ciao. Danke dir, Michael. Ciao. Und ja, den Gutscheincode nutzen. Kein Marketing-Trick. Ich weiß nicht, wie lange wir den haben. Ciao. So, wenn du das jetzt bis jetzt gehört hast, lass auf jeden Fall ein Like da und abonniere auch meinen Kanal. Ich freue mich tierisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Michael.